Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Blue Bird Outdoors. Heute mit meinem persönlichen Jahresrückblick. Ein Jahr YouTube oder Blue Bird Outdoors bei YouTube. Ja, im Dezember letzten Jahres habe ich mit dem Kanal angefangen mit einem einfachen Tabletop-Review. Und hätte eigentlich nicht gedacht, dass ich bei über 200 Abonnenten stehe, wie ich es jetzt dieses Jahr oder Ende des Jahres tue. Und da freue ich mich riesig drüber. Da möchte ich natürlich nochmal ganz lieben Dank auf sagen an alle meine Abonnenten, die da in letzter Zeit jetzt doch schlagartig dazugekommen sind. Aber natürlich auch gerne bei Leuten, die mich von Anfang an unterstützt haben. In dem Norbert Zapf zum Beispiel. Norbert, komm bitte gut ins neue Jahr und ich hoffe, du bleibst mir treu, wie das Review zu deinem Messer. Das steht bei mir ganz oben auf der Liste für 2015. Das habe ich dieses Jahr leider nicht mehr hinbekommen. Es waren ein paar Sachen, die mir zu Ende des Jahres leider dazwischen gekommen sind. Deswegen auch nicht so viele Videos die letzte Zeit. Dann die beiden Tobis, die mir immer wieder auch geholfen haben, mir Feedback gegeben haben. Meine besten Freunde, hi Olli, hi Chris, die haben mir eigentlich immer wieder gutes Feedback gegeben und auch natürlich immer wieder auch kleinere Kritikpunkte geäußert, was man ändern sollte, was man vielleicht ändern kann, damit es ein bisschen besser rüberkommt. Vielen Dank dafür natürlich auch an euch alle. Leute wie den Arthur Brehm oder auch den Marius Freisinger, den ich kurzfristig kennengelernt habe und den ich mittlerweile als sehr guten Freund von mir zähle, weil wir irgendwann mal im Laden standen und ich mit ihnen unterhalten konnte und plötzlich sich über YouTube-Videos unterhalten hat und festgestellt hat, dass man keine 5 Minuten auseinander wohnt eigentlich. All solche Sachen hat für mich eigentlich das letzte Jahr ergeben. Das heißt also nicht nur, dass ich Videos drehen konnte und Leute abonniert haben, sondern natürlich sind auch neue Freunde dazugekommen und Freundschaften entstanden. Ich freue mich riesig aufs Jahr 2015. Es werden ein paar schöne Sachen passieren. Im Januar werde ich noch auf ein Winterwochenende fahren in den Harz hoch, wie manche von den Jungs des Videos wahrscheinlich hier auch sehen. Im Februar wird es nach Süddeutschland gehen. Wohin werde ich kurzfristig noch anmelden, aber auf die Tour freue ich mich riesig. Die habe ich das ganze Jahr schon vorgehabt, habe es nicht hinbekommen und jetzt ist endlich alles soweit geplant, alles soweit gebucht. Das heißt, ich werde fahren können und freue mich da echt riesig drauf, dass das stattfinden wird. Aber wie gesagt, wenn es soweit ist, kriegt ihr da die nötigen Infos. Ja, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Es ist ein tolles Jahr gewesen, ein sehr verrücktes Jahr gewesen. Ich hoffe, dass ich weiterhin Videos machen kann. Ich weiß nicht, ob ich Anfang des Jahres so viele Videos produzieren kann, weil ich da auch ein bisschen mich zurücknehmen muss, familienseitig. Ich habe ja noch einen kleinen Sohn dieses Jahr bekommen im Januar, um den ich mich jetzt erstmal auch kümmern möchte natürlich, was nicht heißen soll, dass ich gar keine Videos machen werde jetzt in der nächsten Zeit. Aber ich versuche einfach da am Ball zu bleiben und für euch natürlich weiter auch da zu sein und was zu machen. Nach wie vor freue ich mich über jeden neuen Abonnenten, der kommt. Jedes Mal wie Bolle drüber. Da tut das natürlich auch kund auf meiner Facebook-Seite. Dann gestern erst, nachdem ich die 222 Abonnenten drin hatte, sofort geschrieben: Oh, geil, super, freut mich riesig drüber. Und es ist tatsächlich so. Über jeden von Einzelnen, den ich als Abonnenten dann hier auf dem Kanal zählen kann, freue ich mich wirklich. Ich durfte vor kurzem eine ganz verrückte Sache machen. Hier an der Stelle nochmal einen lieben Gruß an die Nordsee. An die Nordseeküste. Aber ich glaube, das Video werde ich demnächst einfach mal posten, wenn die Jungs das mal geschickt haben, das Ganze. Ich durfte da was unterschreiben, nachdem ich gefragt worden bin, wobei mir das sehr komisch vorkommt dabei, weil ich meine, naja, ihr werdet sehen, was ich meine. Ja, so bleibt mir eigentlich nichts übrig, als zu sagen, vielen Dank für dieses verrückte und tolle Jahr. Und, vielen Dank für die tollen Kontakte und Freundschaften, die hier entstanden sind. Und ich hoffe mal, dass das Jahr 2015 so weitergeht. Und ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Kommt gut rein. Ich wünsche euch allen ein sehr gutes und tolles, gesundes, vor allem im Jahr 2015. Kommentiert weiter so fleißig wie bisher. Nach wie vor gilt die Prämisse, wenn irgendwas sein sollte, ihr irgendwas sehen wollt speziell, ihr irgendwelche Anregungen habt, lasst es mich einfach wissen. Schreibt es drunter, schreibt mir eine Mail. Da würde ich mich riesig drüber freuen und ich freue mich im Jahr 2015 weiterhin Videos für euch zu machen, die ihr hoffentlich genauso mögt wie die alten vorher auch. In diesem Sinne, wie gesagt, einen guten Rutsch, feiert ordentlich,
Wir sehen uns im nächsten Jahr bestimmt wieder. Und bis dahin macht's gut und passt auf euch auf. Euer Micha.